Hallo, liebe Solopreneure, hier spricht die Shelia. Also, ich wollte mich unbedingt melden heute noch. Morgen fahre ich nämlich nach Bonn zu dem InSpeak-Camp, wo ich vielleicht ganz viele von euch eventuell sehen werde. Und ich habe gedacht, bevor ich da losfahre, dass ich ein paar Veränderungen mit euch beziehungsweise ein paar neue Ideen mit euch teilen möchte. Und zwar, wenn du eine Weile in dieser Gruppe bist, dann hast du die letzten fast 2 Jahre mitbekommen, dass das Thema von dieser Gruppe und auch von meinen Marketingaktivitäten liefen unter dem Überbegriff The Point. Und die Idee von The Point war, wie kommst du zu dem Punkt in deinem Business, wo du Kunden mit Leichtigkeit gewinnen kannst, dass du Kunden kontinuierlich gewinnen kannst, dass du einfach weißt, wie du ein Business aufbaust, das du liebst und von dem du gut leben kannst. Hallo, Lioba, grüß dich. Bist du morgen beim Inspi Camp wieder dabei? Das würde mich natürlich sehr interessieren. Und bei The Point ging es um eine ganze Reihe. Also viele von euch, ihr habt das mitbekommen. Ich habe, glaube ich, insgesamt fast 24 Webinare gehalten zu verschiedenen Themen auf ja, 1,5 Jahre bis 2 Jahre gestreckt. Und das war eine super schöne Zeit. Und ich habe ganz viel Fachwissen vermittelt über Business und Marketing. Und ich weiß nicht, wie du dein Marketing gestaltest, aber für mich sieht es so aus, dass ich immer so etwas wie eine Big Idea, ein Überbegriff, ein Schirm, unter dem alles läuft, gerne habe. Hi Anja, grüß dich. Leo bekommt leider nicht. Besuch aus Vancouver ist natürlich auch schön. Und dieser Schirm oder Big Idea, die hilft mir quasi, mich intern auszurichten auf den Content, den ich erstelle, auf den Mehrwert, den ich im Markt schaffen möchte. Und ich habe jetzt ein neuer Überbegriff, einen neuen Schirm für die nächste Zeit und das möchte ich ganz gerne mit euch heute teilen und ich möchte dazu ein wenig erklären. Ihr werdet sicher auch gesehen haben, dass ich heute den Gruppennamen geändert habe, also um diese Veränderungen ein wenig zu berücksichtigen. Also es das heißt nicht mehr The Point, diese Gruppe, sondern Successful Solopreneur, herzgetriebenes Business und Marketing. Also vielen Dank auch an alle, die mir geholfen haben, einen neuen Namen zu finden. Das war extrem hilfreich und ich habe das heute umgestellt. So, wenn ich einen Drumroll hätte, dann würde ich sagen, hier kommen wir zu dem Thema, nämlich das Thema ist Thrive. Und ich schreibe das Wort hier unten, Thrive, im Kommentarbereich. Hi, Christine, grüß dich. Und zwar, worum geht es hier? Ich möchte heute in dem Video sprechen über Thriving anstatt Striving. So, ich schreibe das auch hier auf, weil das ist ein Wort. Thriving instead of Thriving instead of thriving. So, in deinem Business und in deinem Leben. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich heute beginnen mit dem Business-Aspekt. Das ist da, wo die meisten Solopreneure, Experten, manchmal sagt man dazu Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen, worauf sie fokussiert sind, nämlich auf Thriving in deinem Business. Thrive ist ein englisches Wort. Die meisten von euch, ihr kennt mich ja schon als Amerikanerin, also vieles und meine Inspiration nehme ich aus der englischen Sprache. Und Thrive heißt aufblühen, gedeihen, dass es dir gut geht, dass etwas gesund ist und deswegen wächst. Und man sagt zu Blumen, dass they're thriving oder zu Kindern, they're thriving. Aber auch zu Erwachsenen, wir können thriven in unserem Business, in unserem Leben. Und wenn wir auf Thriving im Business schauen, worauf gucken wir? Was steht bei uns im Fokus als Solopreneure? Naja, Thriving in meinem Business könnte zum Beispiel heißen, dass mein Business so aufgestellt ist mit einem Geschäftsmodell, das zu mir passt, beispielsweise. Thriving könnte sein in deinem Business, dass dein Business dir die Freiheit dir ermöglicht, die du dir wünschst. Und vielleicht die Kreativität und die Selbstverwirklichung, die du dir wünschst. Ja?
Thriving in deinem Business heißt wahrscheinlich für die meisten von euch, dass auch Kunden reinfließen, dass ihr durch die Zusammenarbeit mit euren Kunden Umsätze generiert. Thriving heißt, dass ihr von eurem Business leben könntet, und Thriving könnte für dich heißen, dass dein Geschäft ein gewisses Wachstum hat. Also, dass du, wenn du dieses Jahr One-to-One-Coaching machst, nächstes Jahr vielleicht Gruppenprogramme, dass du bald ein Team hast. Und Thriving heißt, deinem Business geht es gut. Es ist auf einem guten Entwicklungsweg. Stelle ich mich erstmal jetzt auf euch zurück ein. Was bedeutet für dich persönlich in deinem Business, wenn du das Gefühl hast, ja, mein Business ist thriving? Schreib es mir in den Kommentarbereich, sodass ich mich an deinen Gedanken einfach mit beteiligen kann, also was ihr dazu denkt. Und hier ist das Ding mit Business. Ob ein Business thriving ist oder nicht, wird über Zeit sich verändern. Ich glaube, dass da draußen ein völlig missverständliches Bild gibt von Business-Wohlergehen in dem Sinn oder Business-Gedeihen. Man hat das Gefühl, ein Business muss sich immer weiterentwickeln nach oben. Die Umsätze müssen immer steigen, der Profit muss immer steigen. Wenn ich allerdings in meinem eigenen Geschäft gucke über die letzten, jetzt selbstständig bin ich beinahe 10 Jahre, aber so richtig ernsthaft tue ich das, die letzten 7 Jahre, muss ich sagen, es gab natürlich eine natürliche Wachstum, aber es gab auch Zeiten, wo viele Kunden reinkommen, es gibt Zeiten, wo weniger reinkommen. Und dann könnte ich ein bisschen was auf was klicken. Und tatsächlich über Jahre gesehen, wenn wir noch viel weiter fortschreiten in unserem geschäftlichen Unternehmertun, werden wir immer wieder Phasen von Thriving und dann weniger Thriving haben. Und ich habe das zu sehen bekommen in der Agentur insbesondere, wo ich über 14 Jahre als strategische Planerin, Konzeptionerin, Kommunikationsexpertin tätig war. Wir haben zwar mit Markenkunden gearbeitet, denen es 20, 40, 100 Jahre auf dem Markt gegeben hat und die natürlich über diese lange Bestandszeit unterschiedliche Phasen von Wohlergehen hatten, von Thriving. Und häufig, wenn sie bei uns an der Tür geklopft haben, waren sie in einer Phase, wo ihr Umsatz rückgängig war und deswegen wollten sie in Marketing investieren, um das wieder anzuheben. Oder die hatten das Gefühl, ihr Konzept oder eine Strategie geht gerade nicht so richtig auf, wie sie meinen. Also wollten sie das nach vorne pushen durch Marketingaktivitäten. Und da wir alle möglichen Kunden aus unterschiedlichsten Branchen von Mode und Schuhe und Banken und Autos haben, konnte ich ganz klar sehen, ja, es ist part of business, dass mal dein Business thriving ist, wie du dir wünschst, und mal nicht. Okay? So. Und wenn ich in meinem Business zurückschaue, was ich erkennen kann, ist, dass oft, wenn mein Business nicht im Thrive-Modus ist, es ist entweder, weil es mit außen was zu tun hat und Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Wir denken immer, es hat immer nur mit uns was zu tun, aber das stimmt nicht. Es gibt Marktverhältnisse, es gibt aktuelle Nachfrage, es gibt Ermüdung. Menschen, die immer wieder die gleichen Angebote sehen, das gar nicht mehr reizend finden. Es gibt so viele Gründe im Außen, warum mein Business nicht mehr im Thriving ist und wo man neu justieren muss. Und auf der anderen Seite gibt es auch einfach ganz viele Missverständnisse. Und was ich in diesem Thriving Business besprechen möchte mit euch in den nächsten Wochen und Monaten, sind die Stellen, wo bei mir zum Beispiel Missverständnisse in meinem Kopf und meinem Herzen vorlagen, die dazu geführt haben, dass mein Business zu einem gewissen Teil nicht im Thrive-Modus war. Und ich hoffe, dass wenn ich das mit euch teile, dass ihr für euch was rausziehen könnt, was mitnehmen könnt. Und ich möchte euch an dieser Stelle gleich ein Beispiel geben. Leo beschreibt, Thrive, Gedeihen, Florieren ist ein schöner Begriff, weil es ja auf der anderen Seite mit Gärtnern, Pflegen, Gießen braucht. Ja, und auch mit Jahreszeiten, alles hat seine Zeit. Absolut, Leo, so ist das. So. Ich möchte ein Missverständnis mit euch teilen auf der Business-Thriving-Seite, die ich ein paar Mal durchlebt habe in meinem Business. Und zwar, vielleicht kennst du dich damit aus, weil hast du das erlebt oder du bist gerade dabei, das zu erleben. Viele meiner Kunden geht es auch so. Sie haben ein ähnliches Missverständnis. Nämlich, es gab eine Zeit, gerade am Anfang meines Geschäftes, wo ich mich
gefühlt Tag und Nacht mit meinem Business beschäftigt habe. Ich habe darüber nachgedacht, wie könnte ich mich positionieren? Ich habe darüber nachgedacht, wie könnte ich an Kunden kommen? Ich habe darüber nachgedacht, wie ich meine Dienstleistungen ausliefere. Ich war sehr viel an mich beschäftigen mit meinem Business. Und Patricia fragt, was ist Striving? Darüber werden wir gleich reden, Patricia. Und ich hatte aber in phasenweise, gerade am Anfang, obwohl ich so viel Gefühl, so viel Aufwand betrieben habe, mich so viele Gedanken gemacht habe, mich ständig und permanent damit beschäftigt hatte, hatte ich auf der anderen Seite nicht gute Resultate oder nicht genügend Kunden Umsätze, wie ich mir gewünscht habe. Und ein Missverständnis, das sich entpuppt hat, als ich da hingeschaut habe, war, nur weil wir uns zum Beispiel mit uns im Inneren damit beschäftigen, die ganze Zeit mit unserem Business, heißt schon gar nicht, dass wir draußen im Markt sind, uns sichtbar machen und den Leuten dienen und Mehrwert auf dem Markt schaffen. Das heißt aber ein Disconnect bei mir. Also weil ich gefühlt mich ständig mit meinem Business beschäftige, habe ich mich gewundert, warum ich keine Kunden hatte. Und als ich das Missverständnis aufgelöst habe, habe ich gedacht, ah, okay, ich bin nicht im Außen im Dienen meiner potenziellen Kunden. Ich bin nicht da draußen im Markt und schaffe Mehrwert dort. Ich bin nur mit mir im Innen beschäftigt. Ja? Also das ist zum Beispiel ein Missverständnis, was ich in meinem Business hatte auf dem Weg. Und das ist nicht nur eine Sache, die damals war. Ich hatte auch in späteren Stadien manchmal so innere Phasen des Rückkehrs. Ich gebe euch ein Beispiel von diesem Jahr. Die Sandra Heim und ich sind gerade dabei, uns vorzubereiten auf einen neuen Durchgang von unserem neuen Beyond-Programm, was im Januar 2018 beginnt. Und letztes Jahr haben wir die Kampagne dazu ziemlich spontan entwickelt, ohne viel Nachdenken über das Branding, über eine Website und nichts. Wir haben einfach losgelegt mit sehr, sehr wenig Mittel und haben einfach die Leute an Bord gebracht von unserem Kurs und plups waren die alle da und wir haben losgelegt. Und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, lass uns das professionalisieren. Und wir haben begonnen, eine Website zu entwickeln, eine neue Facebook-Gruppe, eine Liste aufzubauen. Wir haben quasi vom Gefühl ein Geschäft aus dem Boden gestampft, wo wir das gemeinsam führen für dieses neue Projekt. Und wir waren schon seit Mai, Juni damit beschäftigt. Und in dieser Zeit, wo wir in diesem inneren Rückkehr gewesen sind, haben wir draußen sehr wenig auf dem Markt gemacht. Vielleicht hast du das mitbekommen. Vielleicht sagst du, wo war Shelia in letzter Zeit? Sie hat keine Webinare gehalten, sie hat sehr wenig Videos gedreht oder sonst was. Es gab nur das minimale Ongoing Marketing. Gefühlt habe ich mich sehr mit meinem Geschäft auseinandergesetzt, aber ich war nicht im Gespräch mit euch. Macht das Sinn? Schreib mir in dem Kommentarbereich, ob du auch solche Phasen gehabt hast, wo dieses Innen-Außen-Match nicht gepasst hat und dass dein Business nicht im Thriving-Modus war, weil du zu sehr im Innenbereich warst. Die Patricia Steiner sagt, ja, ich habe dich vermisst. Also ist der Patricia auch aufgefallen. Okay? So, jetzt lass uns auf die andere Seite gehen. Also wie gesagt, in nächster Zeit möchte ich ganz viel über Business Thriving und Missverständnisse auflösen, die dazu gehören. Und auf der anderen Seite kommt die persönliche Seite. Und das sehe ich wirklich ganz oft. Vieles, was man draußen gerade auf dem Markt sieht, gerade für Online-Unternehmer und Online-Unternehmerinnen, geht rein mit diesem Business-Thriving zusammen. Und die wenigsten Leute fragen sich, ja, aber wie geht's dir als Unternehmer dabei? Und das habe ich auch für mich persönlich festgestellt. Mein Business kann es noch so gut gehen, es kann noch so thriven. Aber wenn ich mich ausgelaugt, gestresst fühle, unter Druck mich setze, ständig ein Gefühl von Dringlichkeit habe, wenn ich zukünftige Ängste, Sorgen und Zweifel habe, dann ist es ganz egal, ob mein Business im Thriving-Modus ist oder nicht. Das ist wirklich eine separate Spur. Das ist das Wahnsinnige an der Sache. Es kann mir wirklich schlecht gehen und mein Business kann gut gehen. Es kann mir schlecht gehen, es kann mein Business schlecht gehen. Die haben miteinander nichts zu tun. In Wahrheit. Und die Frage, mit der ich mich in nächster Zeit mit euch beschäftigen möchte, ist für dein persönliches Leben, für dich als Unternehmer, für Solopreneur, wie geht's dir? Bist du am Thriving, am Aufblühen, am Gedeihen als Person? Spürst du Lebensfreude, Kraft und Kreativität in deinem Business? Hast du Lust drauf?
Oder tust du dich vollkommen abrackern? Jetzt kommen wir zu dem Thema Striving, die Patricia wissen wollte. Was heißt Striving auf Englisch? Striving ist überall dort, wo ganz viel Kraft und Anstrengung vorhanden ist, wo alles sich mühsam anfühlt, also stressig und anstrengend, also würde man das zusammenbringen mit dem. Und zwar für jeden Input, den ich gebe an Kraft oder Energie, kommt nicht unbedingt eine 1 zu 1 Ergebnis dabei raus. Vielleicht kriege ich sogar viel weniger als das, was ich reinstecke oder gerade 1 zu 1. Also ist es irgendwie einfach wie ein Stein, einen Hügel hochschieben. Und ein Beispiel, was mir einfällt dazu, ist früher in meinem Business, wo ich begonnen habe zu launchen, also größere Online-Kurse. Wie habe ich das gemacht? Ich habe das in Striving-Modus gemacht. Ich habe mir ein sehr hochgestecktes Ziel gesetzt von der Menge an Teilnehmern, die ich drin haben möchte. Ich habe mir eine relativ komplexe Strategie ausgedacht, also nicht bewusst, sondern es hat sich ergeben. Vielleicht habe ich mich oft an die Strategien anderer orientiert, die ziemlich kompliziert waren. Und ich habe einfach über Wochen Dinge angeschoben, um diesen Launch über die Bühne zu bringen. Und am Ende des Launches hatte ich entweder eins von zwei Resultate. Entweder die Kunden waren nicht dort in der Menge, in der ich haben wollte, und dann habe ich gedacht, Mist, ich habe mein Ziel verfehlt, ich wollte doch mehr Leute, ich habe einen Misserfolg, oder auf der anderen Seite, ich hatte einen Überfluss an Leuten, die gekommen sind, die genaue Anzahl, die ich haben wollte, oder noch mehr Leute. Nur hier ist das Ding beim Striving. Wenn du im Striving-Modus bist und ständig einen Stein nach oben schiebst und alles ist so schwer, dann kommst du am Ende dieses Launches an und das sind all die tollen Leute dort und dann hast du keine Kraft mehr, keine Lust und keine Freude, um das auszuliefern, was du verkauft hast. Kennst du das vielleicht? Hast du das vielleicht in deinem Business erlebt? Schreib mir in den Kommentarbereich. Also so ging es mir sogar am Anfang, bevor ich begonnen habe, Online-Gruppenprogramme so stark im Fokus zu setzen und ich nur One-to-One-Kunden wollte. Ich habe so viel Striving gemacht mit meinem Marketing, dass als die ersten Kunden gedroht haben, an Bord zu kommen in dem One-to-One-Coaching mit mir, ich habe gedacht, oh Gott, wo soll ich die Kraft hier eigentlich bekommen? Um diesen Kunden zu coachen. Also ich war mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem anderen Fuß oder mit der Hand auf der Handbremse, weil ich einfach alles im Striving gemacht habe. Striving fühlt sich nicht gut an und du kannst ein noch so thriving Business haben, wenn du in dem Stadium bist, ist es einfach nicht thriving, ist es nicht ein schöner Zustand. Auf der anderen Seite, wie sieht das Thriving aus in deinem persönlichen Leben? Ich kann das nur euch sagen, wie das für mich sich anfühlt. Thriving in meinem Personal Life, als Entrepreneurin, als Solopreneurin, heißt, dass ich im Vertrauen bin. Es heißt, dass ich ein darunterliegendes, klares Wohlempfinden habe. Wirklich, ich weiß, dass ich okay bin. Ich bin darin so solide und sicher. So solide und sicher sogar, dass oben drüber ganz viel Wetter da sein darf. Und es ist nicht wichtig, ob ich gerade einen schlechten Tag, einen guten Tag habe, als ich spüre dieses drunterliegende Wohlergehen. Ja? Wenn ich im Thriving-Modus bin, ich bin verbunden. Ich bin verbunden mit meinen inneren Bedürfnissen. Und ich nehme daher Pausen für mich. Ich gehe viel öfters weg von meinem Schreibtisch. Ich sitze und hocke hier nicht Tag und Nacht. Ich führe meine Free-Flow-Wochen ein. Ich mache um 16 Uhr Schluss, wenn ich finde, das ist keine Kraft mehr. Wenn ich im Thriving-Modus bin, bin ich in Verbindung mit meiner inneren Weisheit. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, da draußen im Markt zu schauen, was machen andere, sondern ich frage mich selber, was ist mein nächster logischer Schritt, worauf habe ich Lust? Wenn ich im Thriving-Modus bin, ich bin aufgetankt innerlich, weil ich meine Energie schöpfe aus dem draußen, in dem Sinne, ich meine nicht draußen von, ich bin nicht abhängig
von Ergebnissen im Außen, um glücklich zu sein. Daher schöpfe ich meine Kraft nicht von Ergebnissen im Außen, sondern ich schöpfe meine Kraft von der Energie des Universums, wenn man so will. Ein bisschen esoterisch hört sich das an, aber ja, vielleicht bist du auch esoterisch und du wirst dich damit verbinden können. Es ist ein völlig anderes Gefühl von Unternehmerschaft. Es ist ein völlig anderes Gefühl von Solo-Unternehmer-Dasein. Und seitdem ich begonnen habe zu verstehen, was mir dazu führt, dass ich in diesem Thriving bin, gehe ich mein Business ganz anders an. Alles fühlt sich ganz, ganz anders an. Viel freudiger, viel kreativer. Ich bin einfallsreicher und so weiter und so fort. Und auch hier möchte ich in den nächsten Wochen und Monaten in euch mit diesen Facebook Live Talks genau auch hier über Missverständnisse sprechen. Missverständnisse, die dazu geführt haben, dass ich im Striving-Modus war mit mir selber. Und sobald ich das Missverständnis aufgelöst habe, dann plötzlich im Thriving-Modus sein konnte. Weil ich plötzlich verstehe, wo meine Erfahrung herkommt und ich viel besser einordnen kann, was gerade wirklich, wirklich los ist. Ich weiß, wie ich als Mensch ticke und nicht als Mensch Shelly, sondern wie wir alle als Menschen ticken. Und darüber möchte ich mit euch in den nächsten Wochen auch sprechen. Und wir werden einige Tabuthemen ankratzen. Danke für die Smileys. Weil viele da draußen verstecken ihr Striving-Modus. Sie verstecken, wenn sie in diesem Dringlichkeits-Hamsterrad sind. Die verstecken es, wenn sie in einem unguten Zustand sind und nachts in ihrem Gedankenkarussell liegen und vielleicht wirklich Tränen in den Augen haben, weil sie so traurig sind. Und ich möchte da das enttabuisieren und sagen, hey, es geht uns allen so, lass uns drüber reden und was wir innen verändern können, dass wir wieder in diesen Thriving-Modus kommen. Und das war es eigentlich. Wenn du Lust drauf hast, in den nächsten Wochen und Monaten dabei zu sein, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, dich hier bei den Facebook Live Videos zu sehen, die ich aktuell vorhabe, zweimal pro Woche zu machen. Mal schauen. Also das fühlt sich für mich an gerade wie eine große Herausforderung, aber irgendwie, ich möchte mir diese Herausforderung stellen, denn ich möchte mir selbst und dir im Dienst stehen. Denn hier ist das Ding. Ich bin auf der Reise, genauso wie du. Ich bin dir vielleicht ein paar Schritte voraus. Ich habe ein paar Dinge vielleicht durchschaut, die du noch nicht gesehen hast, eventuell. Ich bin auf einem vielleicht etwas höheren Thriving Level, aber eigentlich sind wir gleich. Und deswegen mit diesem Sprechen komme ich auf meine innere Klarheit viel mehr und auch kann das mit dir teilen. So, jetzt habe ich eine letzte Frage, bevor wir Schluss machen heute, nämlich, ich bin morgen auch in Speakcamp und am Samstag. Gibt es jemanden, den du sehen möchtest im Live-Video? Gibt es ein Thema, was du im Live-Video hören möchtest? Ich habe Lust, die nächsten Tage jemanden zu schnappen und zu überreden, ein Facebook-Live-Video mit mir zu machen. Also wenn du jemanden sehen möchtest, also wer ist alles dabei? Claudia Kauscheder, Frank Katzer, Marit Alke, Katrin Hill, Gordon ist dabei, also einige andere. Also schaut auf der Instacamp Board, da werdet ihr sehen können, vielleicht wer dabei ist. Ich interviewe gerne euer Lieblingsgast oder rede mit jemandem über eure Themen. Ansonsten sehen wir uns hier nächste Woche mit weiteren Thriving-Themen. Thriving in deinem Business, Thriving als Solopreneur. Und ich freue mich auf euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Tschüss zusammen.